sanitärlärm.ch, Marcelitem, und du interessierst dich für Dämmung im Bereich Schmutzwasser. Und weil das unweigerlich mit Schallschutz zusammenhängt, möchten wir da zuerst einmal ein bisschen die theoretischen Grundlagen erarbeiten und dann schauen, was heißt das jetzt für uns in der Praxis. Ich unterscheide hier Körperschall, Luftschall, und wenn du das nicht weißt, was der Unterschied ist, kannst du das Video schauen. Ich habe es unten in der Beschreibung verlinkt. Das wäre noch wichtig, weil sonst verstehst du nicht, von was wir hier sprechen. Nun, Schallschutz auf Schweizer Baustelle, das ist verbunden mit drei Wörtern und drei Zahlen, nämlich SIA 181. Und in dieser SIA 181 hat es eine Tabelle drin für gebäudetechnische Anlagen. Und das ist an sich so ein bisschen unsere Grundlage, nach der wir uns irgendwie richten und verhalten müssen. In dieser Tabelle hat es grundsätzlich mal oben ein paar Spalten, wo verschiedene Geräuscharten definiert sind, die werde ich dir nachher erklären. Und es hat auch hier drei Spalten, nämlich gering, mittel, hoch, in Bezug auf die Lärmempfindlichkeit. Also in einem ersten Schritt wird das Gebäude an sich angeschaut und es wird vom Bauherr und von der Planung entschieden, was für einen Standard wollen wir, also welche Lärmempfindlichkeitsstufe möchten wir in diesem Haus umsetzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel vielleicht eine Lagerhalle haben oder irgendeinen Produktionsbetrieb, wird die Lärmempfindlichkeit gering sein. Wenn wir aber demgegenüber zum Beispiel einen Konzertsaal bauen, dann wird die Lärmempfindlichkeit eben hoch sein. Und je höher die Lärmempfindlichkeit, desto geringer sind die Schallwerte, die zugelassen sind. Also desto schalloptimierter müssen wir an sich unsere Installation planen. Dann siehst du hier oben die sogenannte Einzeldauergeräusche, Funktionsgeräusche und Benutzergeräusche. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich dir jetzt kurz erklären. Wir haben an sich unterschiedliche Anforderungen von Geräuschen. Also nicht jedes Geräusch oder jeder Entstehungsherd eines Geräusches ist gleich zu werten. Und das Geräusch mit den tiefsten Werten oder wo wir eben am heikelsten unterwegs sind, das sind die sogenannten Dauergeräusche. Das sind Geräusche, die wir immer hören. Sicher kannst du dir das gut vorstellen, zum Beispiel auch nachts, wenn du im Bett liegst und du hörst irgendwie eine Zirkulationspumpe laufen oder eben zum Beispiel Regenwasser, welches im Rohr nach unten läuft. Das nervt und von daher hat man dort die geringsten Anforderungen und die geringsten Schallwerte. Das sind Dauergeräusche, die man eben immer hört. Demgegenüber kommen nachher sogenannte Funktionsgeräusche, also das sind Geräusche, die von Apparaturen gemacht werden. Also zum Beispiel, wenn du dein WC spülst, dann macht das einfach ein definiertes Geräusch. Und dieses Geräusch kannst du nicht beeinflussen. Es ist von der Funktion des Apparates vorgegeben. Hier noch, so, dann sieht man das. Es ist von der Funktion des Apparates an sich vorgegeben. Ebenfalls ein klassisches Funktionsgeräusch, wenn du den Wasserhahn laufen lässt, wenn du in ein Waschbecken einfüllst oder irgendwas, das läuft einfach so ein, wie es einläuft, das kannst du ebenfalls nicht großartig beeinflussen. Dann das sind dann schon ein bisschen höhere Werte, die da erlaubt sind, und dem gegenüber stehen jetzt eben noch das Benutzergeräusch, und da haben wir an sich die größte Toleranz, sage ich jetzt mal. Das sind die Geräusche, die eben unterschiedliche Benutzer auch unterschiedlich laut generieren. Also zum Beispiel klassisches Bild hier, wir haben WC-Deckel runterknallen lassen. Den kann man ganz leicht sanft runter tun oder man kann ihn einfach runterschmeißen. Oder ein Zahnglas abstellen, man kann ein Zahnglas leise auf ein Lavabo abstellen oder man kann es eben auch sehr laut auf ein Lavabo abstellen. Das sind dann die sogenannten Benutzergeräusche, die da eben noch ein bisschen höher gewertet sind. Und ich muss hier, so. Und wenn wir jetzt nochmals in unsere Tabelle reingehen, dann siehst du jetzt alle die Geräusche, die ich dir erklärt habe. Also wir haben hier hinten das Dauergeräusch. Da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Empfindlichkeit mittel bei 28 Dezibel. Dann haben wir hier das sogenannte Benutzergeräusch. Da sind wir dann etwa bei 38 Dezibel, also 10 höher die Empfindlichkeit oder respektive ist mehr erlaubt. Und dann hier vorne das Funktionsgeräusch, zum Beispiel das Spülen oder eben hier das Spülen eines WCs, sind wir dann bei 33. Also einfach, dass du die Tabelle ein bisschen verstehst. Du solltest die Werte hier nicht auswendig lernen, aber wenn du die Tabelle siehst, sollst du sie lesen können und verstehen.
Und was heißt das jetzt für uns auf der Baustelle? Ja, wenn wir jetzt installieren, haben wir eben im Abwassersegment verschiedene Rohre. Und ich möchte mal beginnen mit dem gängigsten oder, ja, sagen wir auch vielleicht günstigsten. Das ist normales Polyethylen. Hat eine relativ dünne Wandung, relativ leicht, hat eine geringe Dichte. Und von daher muss man natürlich sagen, Polyethylen ist vom Körperschall her ein relativ gutes Material. Also wir haben hier gute Körperschalleigenschaften, weil dieses Rohr eben leicht ist und den Körperschall nicht so gut überträgt, im Vergleich jetzt natürlich mit einem Seilendruck. Dann haben wir aber die Luftschalleigenschaften, die doch eher dürftig sind, weil wenn du ein leichtes Rohr hast, kommt das auch gut ins Vibrieren und dann hast du sofort diesen Gitarreneffekt. Demgegenüber oder respektive steht dann das Seilendrohr, dann ist man hingegangen und hat gesagt, ja gut, wenn das Ding zu leicht ist, dann machen wir das schwerer. Ich habe hier jetzt so ein Fitting oder respektive ein Formstück. Du siehst es, also wenn du das mal in die Finger nimmst bei dir in der Firma, das ist schwer, ne, das hat ein gewisses Gewicht, da hat man die Masse erhöht. Das sorgt eben dafür, dass es weniger vibriert und hat dann bessere Körperschalleigenschaften. Entschuldigung, Luftschalleigenschaften. Dann hat man hier auch noch Rippen hingemacht, damit es eben auch weniger in die Schwingung hineinkommt und so vom Luftschall her im Prinzip besser ist. Ein Problem haben wir aber, und zwar ist der Körperschall schlechter bei diesem Material, weil, wenn das schwerer ist, wird der Körperschall eben besser übertragen als bei einem ganz leichten Metall. Material. Und darum sind natürlich auch zum Beispiel Dämmungen immer relativ leichtes Material, weil dann eben das gut abkoppelt. Nun, wir haben hier eben dann schlechte Körperschalleigenschaften und dafür aber gute Luftschalleigenschaften. Und jetzt muss man natürlich einfach die zwei Sachen noch zusammenbringen. Und das hat man gemacht. Das ist nämlich hier das Seilendrohr mit dem Dämmschlauch, also die schlechten Körperschalleigenschaften, die nimmt man jetzt im Prinzip dem Material weg, indem man das eben komplett hier entkoppelt und dafür schaut, dass es eben keine Verbindung zum Bauwerk hat. Und dann kann natürlich kein Körperschall entstehen. Wo keine Verbindung ist, gibt es auch keinen Körperschall. Und von daher kann man sagen, also hier, das ist auch so ein bisschen der Standard, sage ich jetzt mal, das ist eben hier Silent mit Dämmschlauch, was dann eben alle Anforderungen an sich erfüllt. Alle diese drei Materialien oder respektive diese drei Ausführungen, die sind schalltechnisch okay, aber du siehst es hier hinten, wir haben natürlich im Bereich Dämmung auch noch die Dämmung von Regenwasserfallleitungen und da machen die dann natürlich alle hier keinen wahnsinnig guten Job, weil das sind alles relativ dünne Dämmungen oder gar keine beim normalen PE und da hast du natürlich das Problem der Kondensation dann trotzdem und von daher kann man sagen, die sind alle relativ schlecht hier aufgestellt. Ja? Im Bereich der Dämmung für, gegen Kondensation von Regenwasserleitungen. Nun, wenn man natürlich noch höheren Anforderungen entsprechen muss, das eben vielleicht in einem Konzertsaal, wenn über einem Konzertsaal vielleicht noch eine Toilette ist, die dann umgelenkt wird, dann geht man hin und verarbeitet eigentlich das Material hier, nämlich Geberit Silent, und baut das aber noch um mit so einer Dämmmatte. Und diese Dämmmatte, die ist relativ schwer, die gibt es auch von vielen Herstellern, die kann man dann hier so im Prinzip ums Rohr rum machen, muss sie hier dann wirklich sehr sauber natürlich auch verschließen und das hat dann wirklich ein ordentliches Gewicht. Und mit diesem Material schlagen wir eigentlich drei Fliegen mit einer Klappe, nämlich einerseits den Körperschall, den wir abkoppeln, weil wir hier ja im Prinzip eine Dämmmatte dazwischen haben. Dann haben wir den Luftschall im Griff, weil wir das Seilmaterial verwenden und man darf es auch noch für Regenwasser nutzen, weil sie eben auch noch entsprechend eine gewisse Dämmwirkung hat. Von daher kann man sagen, diese alle hier, ich kann Hersteller nehmen, aber sie ist halt einfach der größte und darum fällt mir dieses auch immer wieder raus. Ja, wie gesagt, das macht eben hier dieses Rohr, dieses Silentrohr mit der Isolation drumherum. Das ist an sich dann eben alle
allen Anforderungen gerecht. Da sind wir natürlich dann aber preislich auch in einer Liga, die da weit darüber spielt. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Oftmals macht man dann wie die Sohle und Silent wirklich nur gewisse Bereiche, also Umlenkungen von 2 Metern. Und nachher geht man wieder aufs normale Silent drüber oder respektive Silent mit Dämmschlauch. Dann, eben damit wir einfach alle Dämmungen auch haben und das ein bisschen eine komplette Übersicht, habe ich hier noch zu unterst natürlich dann ich noch den Armaflex drin, respektive hier diesen Naturkautschuk. Und du siehst hier, ich habe das heute Morgen mal rausgestellt. Ja, man sieht es hier ein bisschen, oder? Es ist schon fast wieder am Abtrocknen, das ist das Problem. Aber hier unten siehst du, wie es Kondensat gibt. Also diese Leitung ist jetzt kalt, wenn ich hier hinhauche. Dann siehst du, wie das hier anläuft, es wird ein bisschen nass. Und das ist jetzt eben dieses Kondensat, also die Regenwasserleitung ist kalt. Und diese kalte Leitung geht dann durchs Gebäude durch. Und die warme Luft des Gebäudes kühlt sich eben an der Leitung ab, kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen und die Feuchtigkeit kondensiert dann aus. An sich der gleiche Effekt, wie wenn du im Winter ins Auto steigst und an der Scheibe da dein Atem beschlägt. Und damit wir eben diesen Effekt nicht haben, weil es ist Feuchtigkeit und die wollen wir im Prinzip in der Luft haben, aber nicht an unserem Rohr und schon gar nicht dann irgendwo im Beton drin, nimmt man eben diesen Armaflex, respektive diese Dämmung, packt die drumherum. Ich habe das hier mal vorbereitet, das sind dann so, in dem Fall sind es jetzt 13 mm und diese Dämmung, die koppelt eben jetzt im Prinzip den kalten Bereich des Rohres von der warmen Luft ab und sorgt so dafür, dass es eben nicht kondensiert. Und das Ganze ist natürlich auch wieder hier von der Dämmung, also vom Kondensat her top, für das ist es ja schließlich auch gemacht. Dann im Luftschall sind wir auch auf der guten Seite, weil wir nehmen in der Regel wegen den Dauergeräuschen hier das Material Silent. Und vom Körperschall her haben wir das natürlich auch im Griff, weil auch dieser Schlauch im Prinzip abkoppelt. Wenn man den sauber verarbeitet, ist das alles kein Ding. Also du siehst, ich habe hier ein bisschen probiert, zuerst mal zu erklären, was haben wir für Geräusche haben, Dauergeräusch, Funktionsgeräusch, Benutzergeräusch. Mit 1-2 Beispielen solltest du mir das erklären können und dann im Bereich der Dämmung, respektive die verschiedenen Arten, ein bisschen mit Vor- und Nachteilen, damit du weißt, wo setzen wir was, warum ein. Und jetzt bist du an der Reihe, üben, üben, üben.